Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Rescue 2013. Helden des Alltags. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Rescue 2013. Helden des Alltags. Hier meine Ameisenmännchen, die arbeiten alle. Er hier zum Beispiel spielt gerade mit seiner Gummipuppe. Das wollen wir nicht so genau sehen, glaube ich. Das ist bestimmt ganz schön ferkelig dann stellenweise. Was ist das denn hier? Pinkelbecken? Ah, nee. Was ist das? Ah, Telefonzellen. Die haben Telefonzellen hier, ist ja lustig. Ja, das ist der Schulungsraum, der ist komplett ausgestattet. Und ich muss dann auch mal noch andere Dinger hier ausbauen, andere Räume. Aber ich habe gerade keine Kohle dafür. Also ich habe hier zwar 5400 irgendwas, aber soweit ich das begriffen habe, ist, sobald man auf diesen Alarmmodus geht, werden gleich mal irgendwie die monatlichen Ausgaben abgebucht. Und dann bin ich da fast schon im Minus. Und deswegen kann ich jetzt auch doch kein zweites Löschfahrzeug kaufen, wie ich das in der letzten Folge versucht habe, um diesen blöden Brand im Wohnblock zu löschen. Und das habe ich nicht geschafft, aber es müsste eigentlich auch mit einem dieses komischen Löschfahrzeugs, müsste eigentlich mit einem auch funktionieren. Das probieren wir jetzt gleich mal aus, würde ich sagen. Ich gebe jetzt erstmal kein Geld aus, jetzt schauen wir mal, was da abgebucht wird. Das ist nämlich ganz schön heftig. Da kommt dann die Monatsabrechnung. Einigen hier fällt es schwer, sich an unseren Alltag zu gewöhnen. Ich werde Ihnen zeigen, wie der Hase läuft, dann sollten Sie es leichter haben. Väterlicher Rat. Okay. Genau, da haben wir es nämlich. Und das sind die ganzen scheiß Ausgaben, unter anderem die Gehälter. Monatliches Budget, minus 4700. Ja, da seht ihr, 785 Euro nur noch. Deswegen, ich muss erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen, damit ich dann auch überhaupt wieder eins ausgeben kann. Ich weiß nicht, ob man ins Minus kommen darf, vielleicht schon, aber... Ich mach doch so ungern Schulden, was macht der denn da? Der Junglu! Okay, es geht los, Freunde der Nacht, Alarm ist angesagt. Genau, das hat man nämlich noch nicht geschafft. So, und hier steht ja, ich brauche keinen Sanitäter eigentlich, genau. Und ich brauche nur zwei Feuerwehrmänner. Das heißt, das müsste doch eigentlich auch so zu schaffen sein. Ich habe noch keinen Hydranten gefunden beim letzten Mal. Muss ich nochmal genauer gucken. Ich spiele ab heute übrigens mit dem Patch. Das heißt, es ist genau das eingetreten, was ich mir gedacht habe. Warte, ich fülle mal die schnell hier rein hier. Dass das nochmal nachgebessert werden musste. Das Zeitlimit war zu knapp und so weiter und so fort, ja. Und ich war nämlich anscheinend doch nicht so dämlich, sondern das war einfach relativ schwierig zum Teil zu schaffen. Und jetzt wurde da so einiges nochmal nachgebessert im Balancing auch. So, weiter zum Einsatz. Dann können wir jetzt mal loslegen. Und dann schauen wir mal. Jetzt muss ich hier gleich erstmal das Stockwerk wieder dingseln. So, Freunde. Das hier ist ja kein Hydrant, das ist ein Postkasten, ne? So, steigt erstmal alle aus hier. Was mich schon wieder aufregt ist, warum können die nicht einen Schritt, einen kleinen Schritt von dem scheiß Fahrzeug weggehen hier automatisch? Warum müssen die allerdings da an dem Pult stehen? So. Ja, bleibt stehen! Hallo! So, dann holen wir hier erstmal das kleine Ding hier raus. Das können wir doch gleich mal verwenden, oder? Da löschen wir doch gleich mal mit dem Handfeuerlöscher, was wir löschen können eventuell, würde ich sagen. So, dann holen wir hier raus den Verteiler. Und zwei Löschschläuche holen wir auch noch raus. So. Okay, wo ist jetzt der scheiß Verteiler-Typ wieder? Das kann man wieder so schwer erkennen. Der muss jetzt erstmal... Nee, das war der falsche. Der hier vielleicht? Nein, ist auch der falsche. Wo ist er denn jetzt wieder? Wenn es jetzt gerade bohrt übrigens, das nervt mich total. Die bauen uns... der hier. Genau. Anschließen. So, und dann muss der bis davor laufen. Also wenn ihr es bohren hört, da wird gerade bei uns im Haus gebaut. Das ist ein bisschen lästig gerade. So, jetzt habe ich das jetzt hier. Dann kann ich den hier anschließen. Schließen, nicht schließen. Und dann kann ich da rein zum Löschen, richtig? Und der Handfeuerlöscher ist schon längst wieder alle. Ja, das hat's ja toll gebracht. So. Was ist das denn? Warte mal. Ist das vielleicht... Warte mal. Das ist vielleicht so ein Schlauchteil. Dann bringe ich das mal zurück hier. Das ist vielleicht wie bei Firefighter. Tatsächlich. Ich glaube, da kann man sich einen Schlauch rausholen. Wie lang ist noch? 2 Minuten. Uiuiui. Das wird eng. Komm. Lösch, Baby. Hilf mal deinem Kollegen ein bisschen. Der kann sich eigentlich schon wieder verpissen. So, und dann mach das mal hier jetzt hier. Komm. Da löscht er hier durch die Wand durch. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Du kannst gerne noch einen Schritt näher rankommen hier. Ach, Kopf. So, knapp 2 Minuten noch. Mann, das Bohren regt mich auf. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also, wenn ihr das hört, dann tut es mir leid. Ich kann es gerade nicht ändern. Das sieht doch jetzt gut aus.
gut aus, oder? Das haben wir doch im Griff hier. Löschen, löschen, löschen. Löschbehälter niedrig. Da kann der dann nicht mehr weitermachen, aber der andere, der müsste ja da Wasser haben, oder? Löschen Sie alle Brände, ist das Ziel. Die sind so umständlich, wie die hier rumlatschen. Schaut euch das mal an, ey. Ja, los jetzt, komm. Ich hab's geschafft. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Na, Gott sei Dank. So. Das brauchen wir ja nicht lesen, das ist uninteressant. Oh, das Bohren. So, Sie wurden zum Brandamtsrat befördert. Neue Reserveeinheiten verfügbar. Reserve-Löschfahrzeug. Das heißt, ich brauche mir doch keins kaufen, weil ich dann gegen Geld eins dazu holen könnte. Neues Fahrzeug verfügbar. Vorausrüstwagen. Er ist eine Schnellreaktionseinheit. Das sind ja tolle Wörter hier. Die hauptsächlich bei Verkehrsunfällen genutzt wird, um den Unfallort schnell zu erreichen. Wenn Opfer in einem verunglückten Auto eingeschlossen sind, zählt jede Minute. Dieses Fahrzeug kann nun in der Fahrzeughalle gefunden werden. Was kann das denn? Muss ich da mal nachschauen. Neues Fahrzeug verfügbar, Rüstwagen. Ein riesiger, fahrbarer Werkzeugkasten. Aha. Achso, den muss ich aber kaufen. So, dann haben wir ein Wassertankfahrzeug. Das ist cool. Zusätzliche Wasservorräte, das ist gut. Muss ich aber auch kaufen. So, und jetzt ist die Frage. Warte mal. Habe ich da irgendwie, steht da eigentlich irgendwas über Fahrzeuge? Nee, ne? Nee, irgendwie nicht. Wartung, Finanzen, Ereignisse, Ausrückenmodus. Ich kann jetzt auch nicht schauen, was das... Da ist das Neue. Da, seht ihr? Da. Ich weiß aber nicht, was das kann. Und ich kann es leider irgendwie auch irgendwo... Ich weiß nicht, kann ich das irgendwo gucken? Ah ja, warte mal, da kann ich gucken. Hier im Fahrzeugshop kann ich gucken. Das Teil war das, ne? Genau. Kostet 7500, brauche ich aber nicht kaufen, weil ich es habe. Okay, Handfeuerlöscher, das kannst du vergessen. Was ist das hier? Ja, das ist hier die Rettungsschere. Okay, dann weiß ich Bescheid. Und der hier? Der hier, Rüstwagen, was macht der? Der hat auch eine Rettungsschere. Und einen schweren Feuerwehrlöscher. Ich verstehe. Und dann haben wir hier ein What the fuck? Ein Wassertankfahrzeug, What the fuck genannt. Und das hat Schlauch. Und das hat einen Löschtank. Und warte mal, das hat 5000 Liter und das hier hat 1600. Also das hier ist schon nicht schlecht hier, ne? Ich kann es mir bloß nicht leisten, das ist das Problem. Macht aber nichts. Wir werden mal gerade noch ein bisschen Geld sparen und erstmal schauen, was jetzt als nächster Einsatz läuft. Ja, damit ich auch mal überhaupt checken kann, was ich brauche als nächstes. Wahrscheinlich kommt dann das hier zum Einsatz. Ich könnte jetzt auch wieder Sachen kaufen, ja, für die Räume, aber das ist mir gerade zu blöd. Ich muss ein bisschen sparen. Wir gehen mal auf Alarmbereitschaft und schauen, was da jetzt kommt. Und da kommt wahrscheinlich was mit dem Rausschneideteil, vermute ich jetzt mal. So, wird jetzt wieder Geld abgebucht? Kommt jetzt wieder Monatsende oder wie ist das? Nee, 25. Mai, 26. Mai. Ach so, das Monat läuft noch. Und noch in diesem Monat eine neue Mission. Na, mal schauen, was jetzt passiert hier. Fahrradunfall im Dorf. Uns wurde gerade ein Unfall gemeldet. Offenbar ist ein Fahrradfahrer mit einem Auto kollidiert. Das Fahrzeug ist von der Straße abgekommen und verunglückt. Der Fahrradfahrer wurde durch das Auto geschleudert und kam mit voller Wucht auf der Straße auf. Sorgen Sie dafür, dass Verletzte schnell versorgt werden. Also, beim ersten Mal schaffe ich es wahrscheinlich eh nicht. Da mache ich mir gar keine Illusionen. So, was ist jetzt hier? Ich brauche... Hä? Ja, Rettungseinheiten und Sanitätseinheiten. So, dann nehmen wir doch einfach mal den Rettungswagen erst hier. Bam. Und dann nehmen wir den zweiten gleich mit dazu. Tun wir gar nicht lang rum. Kostet doch nichts extra, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, ob das... Wenn man das mit nur einem macht, ob dann irgendwie Geld gespart wird. So, und dann haben wir hier den Vorausrüstwagen. Und das ist wahrscheinlich dann eine Rettungseinheit. Der Rettungswagen ist gar keine Rettungseinheit. Ich verstehe, der ist eine Sanitätseinheit. Das ist total bescheuert, ne? Heißt Rettungswagen, ist aber keine Rettungseinheit, naja. Ich muss nicht alles verstehen. Vorausrüstwagen. Okay, da können zwei Leute rein. Der sieht aus wie der... Der sieht ja aus wie der Nico Bellic da. Der da, schaut euch das mal an hier. Der Purali Merumal Muttermal. Der sieht aus wie der... Den nehmen wir mit, komm. Den Nico Bellic aus GTA. Und dann nehmen wir mal hier noch die Glatze mit, komm. Bestätigen. So, jetzt haben wir hier drei Fahrzeuge und dann gehen wir mal rein hier. Fahrradunfall im Dorf. Ach du liebe Scheiße. So, wir haben die drei Fahrzeuge. Die kann ich alle markieren. Etwas mühsam, aber es geht. Dann gehen wir hier zum Unfall hin.
Genau. So, jetzt könnte ich hier nachlesen, ja? Will ich aber nicht. Ich will spielen. So. Jetzt fahrt mal dahin. Und wenn die jetzt da wieder über den Fahrradfahrer drüber fahren, dann lache ich mich tot. Ich traue denen alles zu. Und da an dem Auto ist wohl einer drin, oder was noch? Ja, braucht ihr noch ein bisschen länger? Wie lange habe ich noch? 300 Minuten? Ja, genau. Einfach mal quer drüber wieder. Mann! Ja. So. Jetzt lassen wir erstmal alle aussteigen hier. Ja. Den können wir gleich mal versorgen. Ja. Die lassen wir auch gleich mal aussteigen. Kann ich dahin irgendwas machen? Ja, untersuchen kann ich hier. Die könnten eigentlich schon mal eine Ware rausholen, sicherheitshalber, oder? Im Objekt befinden sich Personen. Ah, seht ihr? Im Objekt befinden sich Personen. So, jetzt warte mal, was kann denn der hier? Ja. Das nervt mich hier wieder. Schau, da kann ich die Figur nicht anklicken. Was müssen die denn immer da genau davor stehen? Das regt mich auf. Ja. Rettungsausrüstung. Hydraulischer Dingsbums. Genau, das brauche ich. Geht das dann? Kann ich den dann rausholen? Hallo? Oder wie? Oder muss ich den jetzt erst verarzten? Ja. Ach, ich muss ihn eben auch erst klassifizieren. So eine Scheiße, ey. Ist der jetzt, kann ich den schon transportieren? Ja. Oder? Ja. Nee, kann ich nicht. Ich muss den jetzt erst wieder verarzten. Ach, Scheiße, Mann, ey. Ja, so viel Kleinvieh, was man hier machen muss. Der hier, den muss ich auch. Ja. Ach, Scheiße, ich sehe schon, das geht wieder Bach runter hier. Beim letzten Behandeln. Kann ich ihn jetzt rausholen oder was? Ja. Oder kann den der hier vielleicht? Oder muss ich ihn jetzt rausschlagen? Ja. Moment. Ah, ja, okay. Der muss ja dann auch wieder verarztet werden, wahrscheinlich, ne? Verstanden. Kann der den jetzt. Ach, der schneidet noch, okay. So, der ist jetzt fertig. Den laden wir jetzt hier auf, oder? Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Der ist fertig. Der hier? Ja. Nee, der kann wieder nichts. Scheiße. Ja. Aus dem Fahrzeug holen. Muss ich wieder jemand extra schicken. Ist doch zum Kotzen. So. Ja. Das müssen wir wieder zurückbringen, bevor wir die Bahre wieder aufnehmen können. Oh Gott, die Zeit wird knapp, meine lieben Freunde. Ich habe totales Chaos gerade. Merkt ihr das? Den nehmen wir hier mit. Den laden wir jetzt hier ein, ne? Richtig? Ja. So, der hier, muss den noch verarzten, oder? Ja. Scheiße, ist das ein Gefrickel? Ja. So, der ist gerettet, richtig? Ja. Den schicken wir heim. So, der wird hier noch repariert gerade. Ja. Hier holen wir gleich wieder eine Trage raus. Der hier steht nur doof in der Gegend rum, den kann man weglaufen lassen. So, und jetzt, was ist jetzt? Kann der den jetzt schon holen? Mann, der hier! Ja. Okay. Der hier muss seinen Scheiß zurückbringen. Oh Gott, die Zeit wird knapp. Bring deinen Scheiß-Dings zurück. Komm, mach schneller, Junge. Alter Falter. Oh weia. Oh weia, ich sehe schon. Ah! Das wird wieder zu knapp jetzt. Ja, bis man die Abläufe so ein bisschen verinnerlicht hat, ist es immer nicht so einfach. Fahr heim! Los, fahr heim! Du Lusche, fahr schneller! Nein, was macht er denn jetzt? Oh, jetzt dreht er ja nochmal einen Kreis, der Blödmann. Auweia. Nee, bitte nicht. Ach komm, fick doch die Henne. Das wird, geht jetzt wieder auf ein paar Sekunden aus. Ach, fick doch die Henne. Schaut euch das mal an. Ah. Zur Feuerwache zurück. Ja, ist gut. Und das Bohren hier im Haus, es nervt mich einfach. Ich werde hier echt aggro. Ja, toll. Jetzt kann ich das nochmal spielen, oder wie? Ja, Kohle kam ja keine rein, ne? Das ist ja Dreck aus der Hölle. Okay, also ich würde sagen, ja, da fangen wir jetzt nicht nochmal neu an, die Mission. Die zeige ich euch dann in der nächsten Episode. Wenn euch das hier gefallen hat, trotz allem, dann lasst mir bitte ein Like da und, jo, sagt vielleicht auch mal weiter an eure Freunde, dass ihr ein ganz tolles Let's Play gibt von Rescue 2013. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode und da werde ich den Auftrag mit Sicherheit schaffen. Ja, also ich sag ciao, ciao!